Lieber Stier, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit dem Vollmond in Widder. Dieser Vollmond geschieht schon am 1. Oktober und das heißt, im Laufe des Monats wirst du auf die Dinge aufmerksam gemacht, die du in den letzten Monaten auf Eis gelegt hast. Jetzt ist es unerlässlich, die vernünftige und durchdachte Maßnahme zu ergreifen, die notwendig ist, um eine Sache zu erledigen. Bestimmte Probleme aus der Vergangenheit werden wieder auftauchen, damit du diese endlich lösen kannst. Man sollte versuchen, sich zu beruhigen und zu regenerieren, anstatt Unruhe freien Raum zu geben. Das ist besonders wichtig im Laufe des Monats. Am 4. Oktober hast du Pluto direkt in Steinbock. Deine Interesse an Spiritualität und Esoterik kann in den kommenden Jahren aufgrund von bestimmten Lebensereignissen zunehmen. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Uranus und auch zwischen Mars und Pluto. Wenn du unterwegs bist, solltest du mehr auf dein Eigentum aufpassen. Verlust und Diebstahl sind mit dieser Konstellation nicht auszuschließen. Psychisch gesehen, mein lieber Stier, geht es dir nicht so gut an diesen Tagen. Daher solltest du immer das Positive aus jeglicher Situation rausfiltern. Zwischen 10. und 12. haben wir einen Sextil zwischen Venus und Merkur. Spaßige, gesellige oder künstlerische Unternehmungen sind mit dieser Planetenkombination möglich. Eltern sollen besonders in dieser Zeit weniger kritisch und mehr zustimmend mit ihren Kindern umgehen. Am 14. haben wir Merkur rückläufig in Skorpion. Und diese Bewegung von Merkur bleibt bis zum 3. November. In einer Beziehung sollte man sich komplett zurückziehen, anstatt die Dinge zu erzwingen. Dies ist wichtig, damit man dramatische Auseinandersetzungen möglichst aus dem Weg gehen kann. Die Wahrscheinlichkeit für eine Trennung nimmt bei vielen Stieren zu. Hierbei sollte man unbedingt das eigene Geburtshoroskop berücksichtigen. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir mit einem T-Quadrat zu tun. Dieser wird von Sonne, Mars, Pluto und Saturn gebildet. Themen wie Bildung, Ausland und Reise können mit Verzögerungen oder schwierigen Situationen in Verbindung stehen. Im Arbeitsbereich müsste man eine Sache korrigieren oder klären, bevor man weitere Schritte einleiten kann. Am 16. hast du einen Neumond in Waage. Dieser Mond, mein lieber Stier, ist ein Hinweis darauf, dass du deine Gewohnheiten in Bezug auf deine Gesundheit verbessern solltest. Magen-Darm-Beschwerden können bis Monatsende öfters vorkommen. Zwischen 17. und 24. haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. In Sachen Liebe herrscht eine nüchterne Stimmung. Zusammenarbeit ist zum Monatsende hin äußerst begünstigt und man kann mit der Unterstützung seiner Mitmenschen rechnen. Zwischen 19. und 30. haben wir Mars-Quadrat mit Jupiter. Du hast dir viel vorgenommen an diesen Tagen, aber vielleicht fehlt dir die nötige Energie, um alles kurzfristig zu schaffen. Es kann sein, dass du anfangs zögernd und verzweifelt bei einer Sache bist. Und dann am 31. Oktober beendest du den Monat mit einem Vollmond in deinem Zeichen. Du bist in einem Prozess der inneren Umwandlung, der dir neue Lebensperspektiven eröffnet. Sei dementsprechend bereit, dich von starren Glaubenssätzen zu befreien. Mein lieber Stier, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit
dem Monatsprognose für Oktober 2020. Falls du eine individuelle und spezifische Vorausschau für das kommende Jahr oder für die kommenden Monate brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.